Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships dabei seid. Und heute schauen wir uns hier die Edinburgh an. Dieses wunderschöne Schiff auf Tier 8. Kreuzer in dem Fall natürlich der Engländer, ganz klar. Aber er spielt nicht allein. Der Monkey D. Luffy spielt mit einer Bismarck und einer Kagero zusammen. Also da haben sie sich gedacht, boah, ich weiß nicht, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff. Weißt du was? Machen wir alles. Und somit wird die Aufteilung wahrscheinlich recht einfach sein. Die Kagero dürfte schön am Spotten sein. Bismarck hält von hinten rein und er macht sozusagen die Zwischenstelle zwischen allen. Jetzt schauen wir mal, was er hier machen kann. Friedrich der Große kommt da gleich schon in die Quere und das ist natürlich schon direkt die erste Hausnummer, weil da muss man sagen, das tut einiges und tut auch ganz schön weh, wenn man dem gegenübersteht. So, und oh, eine Kagero, die in nicht mal 5,6 Kilometer. Er nebelt hier gleich. Und jetzt wird schon direkt drauf gefeuert. Hat aber, ihr seht es ganz gut hier, die 5 Abpraller. Also der hat zwar getroffen, aber direkt mal für No Damage. Das muss er aufpassen. Macht hier die hydroakustische Suche an. Macht den damit wieder auf. Hätte er mal früher machen sollen. Aber jetzt geht er erstmal weiter auf Friedrich der Große. Klar, Kagero kommt da nicht drauf. Aktuell sind noch keine Torpedos zu sehen. Sehr wichtig, weil die Torpedos, die würden ihnen so richtig Kopfschmerzen bereiten. Aber auf Friedrich der Große, da kommt er schon schön drauf, macht einen guten Damage direkt. Er will hier gerade so fahren, dass er auch mit den Torpedos wirken kann. Schafft er jetzt. Jetzt hat er das Schiff endlich so umgestellt, dass er da drauf kommt. Und jetzt würde ich mich aufs Feuern konzentrieren. Torpedos sind alle im Reload. Das heißt, jetzt weiter Friedrich der Große Gas geben. Natürlich eben bei den Briten nur AP-Granaten, keine HE hier an Bord. Einzig ist ja da die Belfast, die da dementsprechend noch mit bestückt ist. So, jetzt nimmt ihr die Colorado, die fahrt einfach vom Winkler besser zu ihm. Weil diese Friedrich der Große, die er da angewinkelt ist, das ist nicht so wirklich geil. Jetzt sollte er sich aber langsam wieder in Bewegung setzen, weil einen stehenden Kreuzer kriegt man halt ganz gut zu treffen. So, er muss hier echt aufpassen, dass er da nicht zu extrem an die Spitze fährt, weil da sind viele schlagkräftige Gegner dabei. Ob es die Tirpitz ist, ob es die Colorado ist, ob es natürlich Friedrich der Große ist, dann auch die ganzen Torpedos, die durch Udaloy und Kagero kommen, beziehungsweise Udaloy, sollte man auch nicht die Hauptbatterie unterschätzen. Also von dem her, da kann schon unglaublich viel passieren. Direkt den nächsten Nebelwerfer wieder aktiv und dementsprechend kann er schon wieder Gas geben. Ja, 36.000 Schaden ist bis dato ja nicht schlecht, muss man ja mal sagen. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, alter Verwalter, war das viel. Aber die AP-Granaten sind halt Fluch und Segen zugleich.
Ja, Colorado hat nicht mehr viel. Entweder wird es sein Kill. Er schaut gut aus, seine Granaten. Oh, nee. Oh, ich wollte gerade sagen, seine Granaten kommen als erstes an, aber da hatten in North Carolina einfach die deutlich schneller fliegenden und dementsprechend war es dann schon geschehen. Ja, boah, was ein Teppich da von Torpedos. Gott sei Dank verschwinden die meisten da. Dementsprechend kann er da hier ohne Probleme den ganzen ausweichen. Jetzt die HE-Granaten, aber Friedrich der Große, auf die kommt er jetzt wieder drauf. Das ist ja bis dato sein Lieblingsziel, aber wie gesagt, jetzt ist sein Rauch weg. Das heißt, jetzt sollte er sich schnellstmöglich hier wegbewegen, weil sonst heißt es jetzt gleich Tschüss für ihn. Überall sind Gegner, das hat er sich sozusagen gerade auch nochmal angeguckt. Und jetzt auch Friedrich Große zielt hier auf ihn, hat man gut gesehen, wo hier die Kanonen gedreht sind. Deswegen jetzt schnellstmöglich wegdrehen und hier das Weite suchen. North Carolina jetzt One-on-One dagegen. Dicker Schaden, den er jetzt da reinbekommen hat, heilt sich sofort. Das ist ja das Schöne bei den Briten, dass die Heilung selber recht ordentlich ist. Brennt auch. Ist die Frage, lässt er das jetzt so laufen? Sieht so aus, als ob er da einfach nur mit der Heilung gegenarbeitet. Die Torpedos Richtung Friedrich der Große sollten die wegmachen. Nee, doch nicht. Sind vorbeigelaufen. Hätte ich gedacht, die treffen. Aber in dem Fall, nee, muss er nochmal nachlegen. Ah, schöner Treffer. Und damit macht er hier endlich die weg. Sehr, sehr gut. Rauch hätte auch wieder ready, also von dem her. Und jetzt hat er auch gleich die Möglichkeit, dass er wieder zugeht. Miyoko wird ihm aber wieder aufdecken. Das heißt wahrscheinlich auch Richtung Miyoko mal zielen. Und sobald der Rauch am Start ist, dann damit loslegen. Aber scheinbar macht er das nicht, sondern er fährt jetzt weiter und lässt die Miyoko einfach mal so in den Kugelhagel kommen. Hätte ich jetzt anders gespielt. Man hat ja gut gesehen, wo die Miyoko kommt. Da hätte ich jetzt einfach mal auch abgebremst und dann mit dem Rauch die Miyoko da pulverisiert. Das macht er auch jetzt. Weil er bekommt nämlich die Sicht von der North Carolina. Deckt die Miyoko nämlich dementsprechend auf. Aber wie gesagt, hat mir meines Erachtens schon zu lang gedauert. Hätte er früher machen können. Aber guckt euch mal an, wie die jetzt alle sich da auf die North Carolina stürzen. Also der arme Kerl da hinten, der hat richtig Arbeit und er kann hier jetzt aber wirken. Mogami oder Miyoko? Er entscheidet sich jetzt für die Miyoko, wobei die Mogami gerade den besseren Winkel gehabt hat. Aber scheinbar ist die Miyoko jetzt nicht so schnell, also von dem her kommt er jetzt gut drauf. Und jetzt liegt sie auch schön im Wasser. Jetzt müssen nur noch die Granaten gut treffen. Alles nicht so leicht. Und jetzt kommt da noch eine Bismarck rum. Denkt er sich, ja gut, die anderen treffe ich nicht so gut. Nimm ich halt das schlimmste Schiff in Anführungszeichen. Das geht auch klar. Auch kein schöner Winkel, also alles von dem her, da sieht man einfach nach wie vor wieder ganz gut, wie lastig und wie notwendig hier bei den Briten das Thema Positionierung ist, weil man kann halt einfach nicht eine schlechte Positionierung mit HE-Damage kompensieren. So, vielleicht hier mit den Torpedos, dass er ein bisschen zurechtkommt. Erst auf jeden Fall werden die mal auf die Reise geschickt.
Aktuell ist er zu, aber die Kakarot, die wird ihn hier gleich aufmachen. Und dementsprechend wird es dann wieder schwieriger für ihn, weil alle Schiffe, die er dahinter sich hat, hier in dem Bereich, die werden sich natürlich dann auf ihn stürzen, weil klar, sie haben sonst gar kein anderes Ziel. Deswegen, jetzt geht es Richtung Kagero und er ist gut bedient, wenn er hier sich hinter die Insel rettet. Mit der Kagero und AP, das ist natürlich gar kein Problem. Da ist auch fast der Winkel egal. Hat jetzt nochmal einen recht guten Schaden bekommen und nochmal einen dicken Treffer. Da muss er sofort sich heilen, weil das war jetzt massiv. Da brennt er jetzt auch. Also, da würde ich jetzt überlegen, fast den Brand zu löschen. Macht er jetzt auch. Und da sieht man halt nach wie vor das große Problem der Briten. Wenn sie nämlich mal fokussiert werden, die fressen sehr, sehr gut Damage. Also die Kreuzer, die am leichtesten zu durchschlagen bzw. zu treffen sind und dann richtig darunter leiden. Weil dafür haben sie natürlich den Rauch, klar. Aber wenn man den mal wie hier gerade nicht am Start hat, dann tut's weh. Bismarck ist schon extrem nah dran. Deswegen jetzt wird gesmoked. Und jetzt könnte er vielleicht gleich mit seinem Torpedos arbeiten. Er hat hier Hydrokusche Suche aktiv. Die Bismarck orientiert sich jetzt in seine Richtung. Das ist jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit hier. Übrigens, dass hier so ein bisschen wackelt, ist halt einfach Replay-Bug. Also da nicht wundern, das ist ganz normal. Und er brennt nach wie vor. Brand ist gelöscht. Auch absolut notwendig. Und das will man natürlich nicht, dass eine Bismarck auf 3,8 Kilometer da so ranstößt. Und ja, nicht nur das, sondern ihr seht es ja hier drüben. Die Tirpitz kommt da auch noch verdächtig nahe. Also er hat hier wirklich jetzt gerade massivste Probleme auf beiden Seiten. Deswegen jetzt schickt er erstmal die Torpedos Richtung Tirpitz. Und jetzt Richtung Bismarck. Und jetzt schauen wir mal, wo da wie die Torpedos kommen. Und da jetzt hier die Torpedos Richtung Bismarck. Schüsse sind raus, Torpedos treffen gut. 300. Und da hat er sie schön weggeholt. Und hier drüben haben die Torpedos die andere Tirpitz auch gut getroffen. Und dementsprechend hat er sich jetzt hier in ein ordentliches Damage-Polster schnell erschossen. Sehr, sehr, sehr nice. Leider ist er wieder hier am Brennen. Überlegen, ob er da vielleicht nicht doch sich schnell, wollte gerade sagen, genau, wieder reparieren sollte. Genau das macht er. Brand ist gelöscht. Und jetzt Schüsse raus Richtung Miyoko. Die Fahrt auch schön. Guter Winkel. Da muss jetzt der Damage kommen. Da muss er fliegen. Alles raus, was die Kanonen hergeben. Und da jetzt eine Mogami. Nahe Distanz. Torpedos hat da gerade gar keine am Start. Der zweite, ihr seht es, noch 8 Sekunden. Da muss er einlenken. Falsch gelenkt. Das ist der zweite Torpedoblock, den er hat. Der rechte. Da hat er jetzt, glaube ich, sich ein bisschen verrennt in die falschen Torpedos. Schade, dass er das hier so ein bisschen vercheckt hat. Torpedos sind raus. Leider wurde er jetzt geholt. Hätte er schon vorhin sich retten können. Aber mal schauen, ob die Torpedos, die sitzen zwei Stück. Und dementsprechend kommt er hier noch auf den Schaden. Der andere hat auch zwei Wassereinbrüche, scheint hier sich nicht zu reparieren. Man sieht's, 5500 Hitpoints hat er noch. Deutlich schwindend. Aber in dem Fall hat er leider, klar, das ist die Hitze des Gefechts, schlecht gemacht, dass er nicht gesehen hat, dass seine Steuerbord-Torpedos früher am Start sind. Hätte also dementsprechend in die andere Richtung eingedreht. Meines Erachtens hätte er sich hier den Tod gespart. Man darf aber auch auf der anderen Seite nicht vergessen, übrigens interessant hier, Miyoko Mogami, man darf hier nicht vergessen, dass er dementsprechend in diesem Zugzwang ist und ja, da vergisst man und verschätzt sich halt doch ganz gerne mal. Jetzt ist halt hier die Problematik, die Fletcher ist hier gegen alle anderen am Start. Also dementsprechend müssen wir mal schauen,
was er machen kann. Aber für die Runde, normalerweise würde ich sie ja hier abkommentieren, werde ich aber nicht, sondern die gucken wir uns bis zum Ende an. Aus welchem Grund? Ganz einfach. Sie haben zwei Caps. Sie liegen mit über 421 Tickets in Führung. Und wenn die Fletcher ein bisschen clever ist und das jetzt hier nicht irgendwie übertreibt, dann kann sie das sogar noch gewinnen. Ist sehr knapp, aber 3 Minuten ist die Runde auch nur noch. Also von dem her kann das funktionieren. Was jetzt schade ist, dass er hier uns hier... Oh, das ist aber neu. Man kann im Replay... Ja, man kann im Replay selber gucken. Wie geil ist das denn? Ich kann jetzt zwar nicht auf ihn hier reinzoomen, aber ich kann hier selber rumstraven. Das ist ja mal neu, sehr schön. War früher im Replay nicht möglich. Ich muss nochmal ganz kurz was gucken. Nee, aufs nächste Schiff geht nicht. Aber, dass man hier jetzt frei sich über die Karte bewegen kann in dem Augenblick, ist sensationell für Replays. Also schauen wir mal, was hier die Fletcher so anstellt. Fährt jetzt hier aus dem eigenen Rauch raus. Torpedos sind am Start. Fletcher gegen Udaloy. One-on-one. Da sollte eigentlich... nee, es ist eine sehr ausgeglichene Sache. Ich wollte gerade sagen, da sollte die Fletcher eigentlich im Vorteil sein. Ist er aber nicht, weil die Udaloy darf man nie unterschätzen. Hat es aber jetzt hier schön gemacht. Und dementsprechend hat die 9er Fletcher die 9er Udaloy zerstört. Und jetzt sind es nur noch 95 Tickets zum Sieg. Und dementsprechend hätten sie es dann schon geschafft. Also sensationell. Jetzt muss er es nur noch über die Zeit bringen. So, er bleibt hier erstmal, setzt ein paar Torps. Kriegt keinen Gegner auf, fahrt da in den Rauch zurück. Und jetzt haben wir hier drüben nochmal Amagi und Miyoko. Ich sag schon mal vielen Dank, ich lasse das mal unkommentiert auslaufen. Und ob er hier die Runde bekommt oder der Gegner, das könnt ihr euch in Ruhe anschauen.